Alles toll, alles positiv, hatte Aue Coach Pavel Dotschev unter der Woche verlauten lassen. Die Veilchen standen vor dem Spieltag mit 8 Punkten auf Platz 3. Saisonstart nach Maß. Stimmung im Team ist super. Selbst der einzig verbliebene aussortierte Ramzi Ferjani verhält sich top professionell, ist Teil der Chemie. Der andere aussortierte, der noch bis gestern da war, das war Alexander Sorge. Der hat mit den Kickers Offenbach einen neuen Verein gefunden. Heile Welt also im Erzgebirge ist nicht übertrieben, wenn man das so sagt. Und damit hallo und herzlich willkommen hier aus der Kommentatorenbox. Wir werden zusammen die nächsten 2 Stunden verbringen und uns mit dem Spiel Erzgebirge Aue bei TSV 1860 München beschäftigen. Ja, und während Aue weiterhin ungeschlagen durch die Saison flaniert, ist die Stimmung in Süddeutschland bei 1860 eher semi. Auf 2 Siege zum Auftakt folgten 2 Niederlagen zuletzt, unter anderem gegen Aufsteiger Lübeck. Letztes Jahr wurde das Ziel Aufstieg recht offensiv formuliert. In diesem Jahr waren die Bekenntnisse eher bedeckt. Es gibt gar kein Saisonziel. Selbst intern wollen alle erstmal schauen. Das ist eine Umbruchssaison im Münchner Süden. Die Fans sind komplett gespalten. Wenn man sich durch Internetforen wühlt, findet man alles von aufstiegssicheres Ding bis hin zu, oh, ich hoffe, wir steigen nicht ab, aber ich glaube ehrlich gesagt schon. Und es fehlt an Spielern, die sich mit dem Verein identifizieren. So ist die Fanmeinung. Auch wenn das einige wiederum anders sehen. Strahlend blauer Himmel im Münchner Süden, im Stadion an der Grünwalder Straße, 15.000 ausverkauft. 900 haben den langen Weg aus dem Erzgebirge auf sich genommen und auch gute Stimmung im Gästeblock. Da sieht man einige Oberkörper frei. 25 Grad, also bestes Fußballwetter. Und ja, die ersten Offensivaktionen, die gab es ebenfalls bereits, allerdings nicht auf Seiten der Veilchen, sondern auf Seiten von 1860. Die kommen jetzt auch wieder über das Zentrum. Wir schreiben die 8. Spielminute, sind ein kleines bisschen später in den Stream gestartet. Manchmal hat auch die Technik Wochenende, wir bitten das natürlich zu entschuldigen, sind aber jetzt mit dabei und erleben den ersten Angriffsversuch von Aue. Auf der linken Seite Marcel Bär wird bedient, der Ex-Münchner Löwe. Hat eine tolle Story geschrieben für 1860 vor 2 Jahren, ist da Drittliga-Torschützenkönig geworden, versucht Pepic im Zentrum zu bedienen. Der verliert den Ball, aber holt ihn sich wieder. Der Ball auf der rechten Seite, Sijaric an der Grundlinie, bringt die Flanke flach hinein in den 16er. 1860 bekommt das Ganze verteidigt und klärt den Ball, baut auf über die linke Seite. Wir werfen einen kleinen Blick zusammen auf die Aufstellungen. Zuerst natürlich auf die von unseren Sachsen, natürlich von Erzgebirge Aue. Und das wird jetzt niemanden überraschen, dass es da keine großen Überraschungen gibt in der Aufstellung von Pavel Dotschev. Wir haben Martin Mell hinten im Kasten, davor Viererkette Jakob, Vukancic, Barilla und Dahnhoff. Hinter der Doppel-6 Sikora und Pepic, davor Seitz, Taschi und Sijaric und vorne Marcel Bär kehrt zurück in die Startelf. 1860 startet mit Hille am Kasten, davor 3 Innenverteidiger, die sehr eng gestaffelt stehen werden. Ferlat, Quadwo und Lang, Schröter, Tarnat, Frei und Julian Gutau, ehemals beim HFC, bilden die Mittelfeldposition ab. Davor 2 offensive Zehner mit Sen Nulahu und Frenetzi und Joel Swartz, der Niederländer, im Sturmzentrum als alleinige Spitze. Es läuft die 9. Minute. Bisher alles noch relativ aufregerlos. Hier im Stadion an der Grünwalder Straße. Aktuell gefallen mir die Löwen doch ein kleines bisschen besser. Auch wenn der Sonnenschein wirklich zu einem schnellen Spiel einlädt. Angenehme 25 Grad hier am Stadion an der Grünwalder Straße, wo die beiden da aufeinandertreffen. Aber jetzt mal die erste Offensivaktion von 1860, die ein bisschen gefährlicher wurde. Julian Gutau, bekannt vom halleschen FC unter anderem, holt eine Ecke raus für 1860 München. Aue mit dem gewohnten Personal auf dem Platz, sind mit der gängigen Startelf da auch unterwegs. Das heißt, Mennel im Kasten, Vukancic, Barilla in Verteidigung, Sikora, Pepic und Co. Alles wie gehabt, einzig Marcel Bär, der Ex-Löwe, rutscht wieder rein in die erste Elf, nachdem er gegen Lübeck zu Beginn eine kleine Pause bekommen hat. Jetzt die erste Ecke für 1860. 10 Minuten sind gespielt hier. Insgesamt bereits in dieser Drittliga-Partie. Aue gut reingestartet in die Saison. Die Löwen, da ist ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel, werden wir auch im Laufe der Partie noch drauf zu sprechen kommen. Jetzt aber eine gute Angriffssituation über die linke Seite. Aber weiterhin 0:0 hier zwischen Aue und 1860 nach gut gespielten 10 Minuten.
Frenesi war das wieder mit dem Flankenversuch auf Quattro. Quattro auch einigen sächsischen Fußballfans sicherlich bekannt. Der hat mal eine Zeit lang bei Dynamo Dresden gekickt, ist mit denen auch aufgestiegen in die zweite Fußball-Bundesliga. War das hier mit dem Abschlussversuch. Frenesi insgesamt schon die dritte Flanke geschlagen. Also es soll viel über seine Seite gehen, über die linke, über die Seite Guttau und Frenesi. Das war auch das, was ich vorher in Erfahrung bringen konnte. Ich habe mit einigen Jungs von 1860 vor der Partie sprechen können und die haben gesagt, ja, wir wissen schon, dass die beiden Verteidiger auf den Außenpositionen von Erzgebirge Aue mit Namen Jakob und Danov oftmals sehr offensiv stehen und entsprechend dahinter Räume sich auftun können. Die wollen wir nutzen. Auf der anderen Seite weiß 1860 auch das Spiel. Das spielt Aue ganz genauso mit den beiden flinken Seitz und Sjaric auf den Außen. Auch da müssen die jeweiligen Schienenspieler aufpassen auf Seiten von 1860 München, dass sie sich da nicht ein bisschen überraschen lassen, so wie jetzt Hiller im Tor überrascht worden ist von 1860. Rückpass, gut gespielt natürlich, neben das Tor, dass, wenn der Keeper mal so ein Ding durchrutschen lässt, nichts passieren kann, so wie gerade Verlatt in der Innenverteidigung von 1860. Jetzt der Spielaufbau im Zentrum über Tarnath. Das ist der Sohn von Bundesliga-Legende Michael Tarnath, Champions League gewonnen, zigfach deutscher Meister geworden, über 300 Bundesligaspiele gemacht, aber niemand mag es, ne, der Sohn von zu sein. Niklas Tarnath möchte die eigene Geschichte schreiben, tut das jetzt hier im zentralen Mittelfeld von 1860 München, wo auch gerade der Ball unterwegs ist und gut läuft. Wieder über links, wieder Frenesi, linke Seite, wieder Flanke ins Zentrum, wieder zu weit. Und geklärt von Jakob, etwas übermütig da ins Aus. Es gibt Ecke für 1860, da hätte er vielleicht ein Kommando gut gebrauchen können von Martin Mennel im Auer Gehäuse. Er hatte nämlich Zeit. Die Ecke war ein kleines bisschen geschenkt, kommt jetzt von der anderen Seite reingetreten, heißt von der rechten Seite hineingeschlagen. 1860 München. Aktuell wesentlich engagierter. Davon war aber auszugehen, dass die versuchen wollen, gleich die Fans abzuholen. 15.000, ich habe es angesprochen, direkt wieder ausverkauftes Haus hier. Beziehungsweise natürlich dort im Süden von Deutschland, wo die Jungs gerade unterwegs sind. In meinem Kommentatorengehäuse hier, da sind keine 15.000, aber es sind auch 25 Grad. So viel kann ich sagen, wie in München da auf dem Platz im Münchner Süden. Aue klärt den Ball derweil raus nach der Ecke. Der Ball bei 1860 im eigenen Strafraum. Und Hiller zeigt es bereits das erste Mal an. Jungs, beruhigt euch ein kleines bisschen. Entspannter Spielaufbau bitte. Kontrolle. Nicht überhastet. Wir haben noch gut Zeit in diesem Moment. Es sind noch über 80 Minuten zu spielen plus Nachspielzeit. Und trotzdem der lange Ball, den Aue wieder gut verteidigt. Aber das ist auch das, worauf sich die Erzgebirger aktuell ein kleines bisschen zu konzentrieren scheinen. Erstmal sicher stehen und verteidigen. Nach vorne nicht viel Kontrolle. Das bringt die Chance wieder auf der linken Seite für Guttau. Also die linke Seite, das ist eindeutig die, für die man sich entschieden hat. Auf Seiten von 1860 München. Das bedeutet, das ist die gespiegelte rechte Seite von Erzgebirge Aue. Mit Sjaric und Danhof. Über die soll es gehen, über Guttau und Frenesi auf Seiten von 1860. Guttau jetzt wieder bei der nächsten Ecke. Vor der Münchner Fankurve bringt sie rein, schlägt sie rein. Wieder Innenverteidiger angesprungen mit mächtig viel Anlauf, aber es geht weiter mit Abseitsposition, da sollte nach dem geklärten Eckball der Ball wieder schnell vorne auf die linke Position, wo Guttau noch stand, der Eckenschütze, stand aber im Abseits. Die beiden Trainer, Pavel Dotschev auf der einen Seite, extrem erfahren, genauso sein Kollege von 1860 München, Maurizio Jakubacki, hat letzte Saison übrigens erst übernommen in München und hat seinen ersten Sieg damals gefeiert im 3:1 gegen, Sie ahnen es natürlich, Erzgebirge Aue. Das war am 28. Spieltag der letzten Saison. Letztes Jahr gab es die ersten beiden Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften in der dritten Liga. Davor gab es bereits 20 Duelle in der zweiten Bundesliga mit einer etwas besseren Tendenz für 1860 München. Und auch letzte Saison hieß es am Ende zweimal 3:1 für die Löwen.
jetzt mal Aue. Ein bisschen Ballbesitz, bisschen Kontrolle. Bepic mit einem Risikopass durchs Zentrum auf Vukancic. Der bekommt ihn aber, der Innenverteidiger, der Erzgebirger. Jetzt mal offensiv über Shikora. Der Ball auf Tashi. Wieder hinten rechts auf die Position gespielt, wo Pepic sich fallen lassen hat. Der Ball auf der rechten Seite kommt durch zu Dahnhoff. Hohe Höhe 16er, guter Ball in die Mitte! Und da war er das erste Mal. Marcel Beer vor dem Auswärtsblock und zeigt es direkt an, auch in Richtung der über 900 mitgereisten Fans. Kommt Jungs, kommt Mädels. Action jetzt. Wir müssen uns mal ein bisschen zeigen hier vor dem Kasten für euch und vor euch. Und da war sie, die erste gute Möglichkeit. Marcel Beer am Kasten vorbeigeschoben. Ihm gönne ich das doch sehr, auch mal das erste Saisontor zu erzielen. Klar, als Stürmer bist du ein Arbeiter, er ist auch ein Wühler, er sorgt auch für viel Platz für seine Mitspieler, indem er Räume schafft, sich ab und zu mal fallen lässt, auch ein bisschen weiter ins Zentrum des Spieles hinein. Aber als Stürmer willst du vor allem treffen. Ja, und natürlich, als Stürmer hast du auch Bock, dann irgendwann mal in der Torschützenliste aufzutauchen. Vor allem, wenn du schon mal Drittliga-Torschützenkönig warst. Jetzt gibt es die erste Verwarnung durch den Schiedsrichter. Erik Weißbach pfeift heute die Partie. Ist ein sehr entspannter Typ. Aktuell studiert er in Leipzig, wohnt da seit einigen Jahren, ist aber gebürtig aus Halle. Ist seine zweite Drittligasaison. Und ist ein Typ, mit dem man lachen kann, mit dem man auch viel Spaß haben kann. Haben wir auch gerade bei der gelben Karte gesehen. Da gab es keine bösen Blicke oder böses Blut. Da gab es einfach nur einen freundlichen Handshake. Jetzt die nächste Möglichkeit. Jetzt die nächste Möglichkeit für 1860. Aber die beste Chance aktuell, die haben wir gesehen auf Seiten der Veilchen bisher. Schön über rechts durchkombiniert, ein kleines bisschen glücklich. Pepic da mit dem Steckpass. Auf die rechte Seite war das gerade nach einer gut gespielten Viertelstunde. Und dann kommt der Ball von Dahnhoff ins Zentrum. Marcel Beer, der ehemalige Löwe, steigt da durch in den 16er und schiebt den Ball neben den Kasten. Das war direkt eine gute Möglichkeit, aber er hat es auch direkt in Richtung Fankurve gezeigt. Hat die Visage ausgepackt, die böse dreinblickte, weil es muss ein bisschen mehr kommen von Auer. Jetzt über die linke Seite mal gespielt. Der Ball versandet leider im Zentrum, wird von den Löwen geklärt. Also Aue macht das gut bis hierhin, konzentriert sich aufs Verteidigen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, denn die Löwen kommen über die rechte Seite. Stark gemacht vom Flügelspieler, immer noch München in Ballbesitz. Der Ball wird abgefälscht, wieder Ecke für Erzgebirge Aue. Nein, es gibt zur Verwunderung von allen Abstoß. Aber weiterhin 0:0 hier. Aue muss ein bisschen aufpassen, denn die Löwen gerade über die linke Seite sehr gefährlich heute unterwegs. Auch wenn sie jetzt über die rechte Seite gekommen sind, mit Schröter gekommen von Hansa Rostock. Und ich versuche es nochmal nachzuvollziehen, warum es jetzt hier keine Ecke gibt. Ich habe es ein kleines bisschen anders gesehen. Die Spieler von 1860 München natürlich ganz genauso. Für mich war da ein Auer Verteidiger zuletzt am Ball, aber es geht weiter mit Abstoß. Martin Mennel, der führt den kurz aus, obwohl er aus dem Stadion gepresst wird hier von der Offensivreihe von 1860 München. Und das funktioniert. Die erobern sich den Ball zurück und der Ball geht wieder auf die linke Seite. Frenetzi kappt diesmal ab ins Zentrum, wieder nach außen, wieder nach innen. Das ist ja Wahnsinn! Das ist ein Künstler, das ist ein Zocker. Man würde sagen Straßenfußballer. Der hat richtig viel Spaß bereits in diesen ersten Minuten. Kappt nach links ab, kappt nach rechts ab. Spielt der Pepic ein kleines bisschen schwindlig im russischen Roulette. Sucht den Abschluss, wird geklärt zur Ecke. Und damit bereits die vierte Ecke für 1860 München. Aber wenn man die weiter so gut verteidigt bekommt aus Auer Sicht wie bisher, dann ist das in Ordnung, auch wenn es natürlich immer wieder ein Risiko darstellt. Jetzt kommt die nächste Ecke rein, die sucht Verlatt, den Kapitän der Münchner. Der kommt nicht ran, Aue klärt das Ding mit dem Kopf. Jetzt mal die Möglichkeit, schnell umzuschalten über Pepic und Sijaric. Der wird taktisch gut umgelaufen von Frenetzi. Auch wenn Frenetzi sagt, oh, ich habe mir dabei selbst wehgetan. Ja, da geht schon ganz klar auch die Schulter in den Rücken von Sijaric. Ist vielleicht noch ein bisschen früh für ein taktisches Foul. Sieht auch Erik Weißbach so. Der Schiedsrichter ist keiner, der schnell Karten verteilt. Ist jemand, der gerne Spielfluss auch hat, der sehr zurückhaltend ist als Schiedsrichter. Gibt ja auch andere Schiedsrichter, die diesen Punkt im Fokus eines Spiels ein kleines bisschen mehr lieben.
Weißbach ist da definitiv einer von der anderen Sorte, der das Spiel eher laufen lässt. Und er hat mir auch gestern im Gespräch gesagt, am geilsten wäre es, Patrick, wenn du gar nicht über mich sprichst die ganze Zeit, beziehungsweise dann die Presse im Anschluss, dann hat er als Schiedsrichter alles richtig gemacht. Der Ball bei Quadwo in der Innenverteidigung von 1860 München. Spielaufbau neu über die Innenverteidiger, über die letzte Kette von 1860. Jetzt kommt Aue mal ein kleines bisschen höher und zwingt 1860 zu einem langen Ball. Der ist viel, viel zu lang für Swartz, neuer Stürmer von 1860, gekommen von Jan Regensburg, war da 2 Jahre aktiv. Ist in den Niederlanden ausgebildet, ist sein Heimatland. Entsprechend, einige werden das bestimmt wissen, die Niederländer eine extrem technisch versierte Ausbildung in den Fußballschulen. Da wird viel mit Ball gemacht, viel Offensivfußball gespielt und gelehrt. Entsprechend Swartz auch wirklich ein Gefahrenpunkt heute für die Auer Innenverteidigung. Der kann richtig kicken, lässt sich ab und zu mal auch auf die Seite fallen, auf die Außen. Und bringt dann eben den letzten Pass, ohne sich selbst ins Sturmzentrum zu stellen. Kann auch gute Flanken schlagen. Aber das wird sich Auer alles angeschaut haben im Videotraining unter der Woche. Der Ball auf der linken Seite von Erzgebirge Aue. Die versuchen ein kleines bisschen Ruhe reinzubringen jetzt mal über ein paar Passstaffetten, über Pepic im Zentrum. 1860 aber nach wie vor sehr aggressiv am Pressen, sehr hoch. Zwingt jetzt hier Vukancic ins erste Dribbling, bricht ab, es geht hintenrum über die Innenverteidigung. Wieder Vukancic. Guter Ball über die 2 Ketten im Mittelfeld. Zu Tashi, rechts auf Danhoff raus. Es ist sehr statisch vorne in der Offensive. 1860 hat sich sehr tief fallen lassen jetzt. Hat so ein bisschen was von Handball in der Hälfte der Münchner Löwen. Ungefähr 40 Meter vor dem Tor, linke Position. Der Ball jetzt mal ein Antritt von Sean Seitz. Er versucht es, bleibt aber hängen. Das war auch gar nichts. Der Ball aber jetzt wieder auf Seiten von Aue. Wieder auf der linken Seite und wieder bei Sean Seitz. Der versucht es direkt nochmal mit dem Antritt. Bedient in der Mitte. Oh, Rüdes Foul. Es geht weiter, es geht weiter. 2 Auer-Spieler liegen da am Boden. Tashi und Sean Seitz, aber bekommen den Freistoß beide nicht. Entsprechend jetzt ein bisschen Unordnung hinten in der Defensive auch. München kommt über die rechte Seite. Spielt den Ball aber fairerweise ins Aus, weil sich da einer, ich kann Ihnen noch nicht sagen, wer von beiden genau, anscheinend ein bisschen mehr wehgetan hat in dieser Situation. Wir haben Kilian Jakob, der hat Sean Seitz bedient, der wird umgefällt. Und dann Tashi bekommt ebenfalls einen Schlag. Tashi und Seitz beide am Boden. Der Schiedsrichter geht nachfragen. Es ist Tashi, der sich hier ein bisschen wehgetan hat. Der sagt auch nochmal hier, ich habe doch einen Ellenbogen in die Magenrichtung, in die Magengrube bekommen. Aber das reicht nicht für einen Freistoß. Ist ja auch Fußball, ne? Ist ja kein Schach. Da darf es auch gut und gerne mal ein bisschen körperlich zur Sache gehen. Dotschev blickt ganz zufrieden drein. Jakubacki hingegen, Coach von 1860 München, ist gar nicht so happy. Hat gerade unter anderem Quadwo und Tarnath ranzitiert an die Seitenlinie während der Verletzungsunterbrechung. Wild gestikulierend, sehr aggressiv sah er da auch aus, mit dem Taktikbrett und dem Notizblock neue Anweisungen gegeben an seine Spieler. Jetzt der lange Ball, Mennel kommt raus, wartet aber an der 16er Kante, um den mit den Händen aufzunehmen, macht er auch. Kommt vor, Joel Swartz an den Ball, eröffnet das Spiel über die halblinke Seite, über Vukancic, seinen Innenverteidiger. Der zurück auf Mennel, Risikopass, darauf haben die Löwen gelauert, pressen ebenfalls hoch. Und da hat Aue wieder Glück, dass Kilian Jakob den nächsten Schlag abbekommt. Von Frey, der muss auch ein bisschen aufpassen. Der hat auch schon eine gelbe Karte gesehen heute. Nein, pardon, noch nicht verwarnt. Das sah vorhin im Bild nur so aus. Nichtsdestotrotz auch ein bisschen glücklich gewesen für Erzgebirge Aue in dieser Situation. Da war München schon wieder sehr aggressiv am Pressen. Sehr hoch angelaufen. Und dann kommt eben nicht nur Joel Swartz, dann kommt die erste Reihe mit Seinulahu und Frenetzi. Und Swartz eben aggressiv draufgelaufen und in Ausnahmefällen auch dann die beiden äußeren Neudeutsch-Schienenspieler.
mit Gutau und mit Schröter. Jetzt aber rechte Seite, Siaric holt die erste Ecke raus für die Gäste, für die Veilchen, für Erzgebirge Aue. Und der Gästeblock ist sofort da, da sehe ich immer weniger lila Trikots. Die meisten, die sind inzwischen nackt unterwegs im Block. Der Block da, Gästeblock im Stadion an der Grünwalder Straße, auch komplett in der Sonne. Malerisches Wetter im Süden von Deutschland. Es ist warm, die Stimmung sehr, sehr gut. Jetzt die erste Standardmöglichkeit für Aue. Kurz ausgeführt an die 16er Kante. Die Flanke soll kommen von Barilla, kommt nicht. Wird rausgeklärt, aber kein Löwe in der Offensive, um den langen Ball da zu verwerten. Martin Mennel stoppt gerade mal. Es scheint da auch wieder irgendwo eine Unterbrechung zu geben. Jasper Ferlat müsste das sein, der Kapitän von 1860 München. Ja, so ist es. Der liegt im 16er. Da waren unsere Kameras auch schon woanders. Ich werde natürlich sofort mitteilen, was genau passiert ist, wenn ich das hier gesehen habe. Greift sich an den Kopf, hat da irgendwie anscheinend etwas gegenbekommen. Jetzt kommt die Wiederholung auch für uns. Also, er hat so ein bisschen den Ball geklärt mit der Rübe. Diesen Flankenversuch von Barilla. Und der war anscheinend so scharf getreten. Man sieht es jetzt auch über dem linken Auge. Da ist eine kleine Beule, also das muss ein richtiges Pfund gewesen sein von Barilla, wobei es als Flanke gedacht war, aber es geht glücklicherweise weiter, auch wenn wir da natürlich immer sehr, sehr vorsichtig sein müssen und aufpassen müssen, Thema Kopfverletzungen im Fußball, Thema Kopfbälle, Gehirnerschütterungen, aber das Spiel läuft weiter mit Schiedsrichterball und der Ball pendelt. Innenverteidigung. Vukancic Barilla hat sich eingespielt, bekommt jetzt wieder Druck von Frenesi. Der Ball geht zurück auf Martin Mennel. Der wird sich für den langen Ball entscheiden. Ja, so ist das. Schlägt den raus, sucht vorne Bär, startet durch, bekommt den Ball nicht. Wird direkt geklärt. Wieder Kontrolle bei 1860. Hätte ich gesagt, hätten sie den Ball angenommen, wie ich es gedacht hätte. Aber über Umwege kommt der Ball vorne. Hui. Kommt er doch vorne an. Zu Zeynulahu. Der sich mal ein Herz fasst, den Abschluss nimmt, gute 25, 20 Meter, halb links vom Kasten, dreht aber raus der Ball, Martin Mennel muss nicht eingreifen. Aber die nächste Abschlusschance für 1860 München. Aue muss ein bisschen, und das habe ich gegen Lübeck schon bemängelt, kreativer werden in der Offensive. Und sie haben ja auch Personal, was dafür wirklich gut ist. Sean Seitz vorneweg auf der linken Seite, Siaric rechte Seite. Spielidee damit auch klar. Man hätte sicherlich auch überlegen können, ob Stefaniak startet für Tashi beispielsweise. Der hat mir in den letzten beiden Spielen nicht so gut gefallen. Stefaniak dann schon mehr. Ist auch jemand, der da noch ein kreatives Element eben mit reinbringen kann in so eine Partie. Und auch die Steckpässe spielt. Denn ich habe es schon angesprochen vorhin zu Beginn dieser Partie. Beide Schienenspieler stehen natürlich sehr offensiv von 1860 München. Das heißt, dahinter ist auf der linken und rechten Seite sehr viel Platz. Und du hast eben aus Auer Perspektive mit Sean Seitz und Siaric zwei schnelle Flitzer auf den Außenbahnen, die auch gerne eben an der Linie entlanglaufen und das auch nutzen, wenn sie Platz vor sich haben. Stefaniak wäre jemand, der diese Bälle spielen könnte, wenn er auf dem Platz stehen würde. Aber das ist das Schöne am Leben und beim Fußball auch noch und auf dem kompletten Fußballplatz. Lirum Larum Konjunktiv, interessiert nicht. Die Wahrheit liegt natürlich da auf der grünen Wiese und die Wahrheit heißt, die ersten Angriffsbemühungen wieder seit einiger Zeit von Aue sehen so aus, dass Vukancic einen langen Diagonalball schlägt. Mal in so eine Lücke rein auf der rechten Seite, Danova gestartet, Ball aber zu weit. Damit geht's weiter mit Einwurf für 1860 München, die den Ball hin und her schieben über Hiller im Tor, der sich im Torhüter-Duell durchsetzen konnte gegen seinen Kontrahenten, gegen Richter vor der Saison. Halbe Stunde rum. Leichtes Übergewicht an Chancen für 1860 München, aber nicht wirklich viel Zwingendes dabei. Gut, natürlich aus Auer Perspektive, das ist klar. Denn diese Grundprämisse, hinten erstmal keins kassieren, das geht bisher auf. Man hat die erste Sturm- und Drangphase von 1860 München gut überstanden in den ersten 10, 15 Minuten. Gelegentlich versucht, einzelne Nadelstiche auch zu setzen. Hat
aber noch nicht so konsequent geschafft. Mit Ausnahme dieser einen Situation vorne. Marcel Bär, der Ex-Löwe, der von Danhof bedient worden ist, auf der rechten Seite und dann reinstartet. Und dann den Ball am Kasten vorbeischiebt, ganz, ganz knapp. Kurz gewesen vor seinem ersten Saisontreffer, Marcel Bär. Nach wie vor das Spiel unterbrochen. Weil Errol Seynoulahou verletzt behandelt werden musste. Der Ball läuft wieder über die rechte Seite. Siaric aufseits. Gute Position. Kante 16er, gute Schussposition. Wird abgeblockt. Das war so eine typische Situation von Sean Seitz. So ein Ding hat er auch schon mal reingeschweißt, oben in den Knick gegen den SV Sandhausen in der englischen Woche. Genau so eine Situation war das. Bekommt den Ball an der 16er Kante zugespielt. Ein, zwei schnelle Kontakte und Wackler lässt den Verteidiger alt aussehen. Und dann der Abschluss aber zu unkonkret, zu ungenau. Bleibt hängen in der Verteidigung von 1860 München, die jetzt wieder in Ballbesitz sind. Das Spiel jetzt vermehrt über die rechte Seite aufbauen. Zunächst ging es viel über die linke Seite, über Frenetzi und Guttau. Dann sind sie nicht gleich durchgekommen. Das heißt, Planänderung. Wir greifen jetzt über rechts an. Aus Löwensicht. Die jetzt den nächsten Freistoß verursachen. Sean Seitz liegt wieder, hat einen Schlag bekommen auf den Hinterkopf. Geht aber weiter. Braucht auch keine Behandlung. Tat nur ein kleines bisschen weh. Wer hat hier mal eine kreative Idee auf Seiten von Erzgebirge Aue? Kontrolle. Also wenn ich mit einem Wort dieses Spiel von Erzgebirge Aue bisher beschreiben müsste, dann ist es diese Suche nach Kontrolle. Kein Harakiri, nichts Wildes, kein übertriebenes Risiko. Aber ein bisschen Risiko braucht es halt auch manchmal. Jetzt vielleicht mal. Jakob, linke Seite, setzt sich durch. An der Kante, an der Grundlinie. Versucht er da in der Mitte. Siaric, der ist eingerückt zu bedienen. Der Ball kommt nicht an. Das war mal so eine kleine individuelle Einzelaktion, die gut tut, die auch wichtig ist und die auch richtig ist, die man sich trotz allem Bemühen um Kontrolle auch mal nehmen können muss. Gerade die beiden Außen, die Flitzer, Siaric und Seitz. Dafür sind die ja auch da. Die Löwen, die machen das ein bisschen häufiger. Die machen das ein kleines bisschen häufiger, schaffen es dadurch eben aber auch gefährliche Torchancen zu kreieren in regelmäßigen Abständen. Über Einzelaktionen beispielsweise oder über gute Kombinationen mit zwei, drei schnellen Kontakten. Schnürkellos ein kleines bisschen, wenn Sie mich fragen. Aber es steht 0-0. In der Tabelle heißt es aktuell Platz 3 für Erzgebirge Aue. Na klar, Tabelle, die sagt nach so wenigen Spieltagen noch nichts aus. Aber fürs Gefühl erstmal gut. Frenetzi jetzt wieder über die linke Seite, setzt sich da gut durch gegen Dahnhoff, hat ein bisschen Zeit zum Flanken, bringt die Flanke auf den ersten Pfosten. Mendel ist da. Martin Mendel bringt ein bisschen Ruhe rein jetzt auch. Lässt ein bisschen Sekunden von der Uhr laufen. Verteilt ein paar Ansagen an seine Jungs, die vor ihm da verteidigen. Denn das ist schon ein bisschen auffällig. Die linke Seite war jetzt ein bisschen verwaist, die letzten 5-6 Minuten. Aber sobald es wieder über links geht, kommen sie eben meistens auch durch, die Löwen. Und der Ball ist wieder da auf dieser Seite. Wird eingeworfen von Guttau ins Zentrum. Verlatt in der Innenverteidigung von 1860 an Ballbesitz. Spielt über den Torhüter, über Hiller nach hinten. Bringt ein bisschen Kontrolle jetzt in das Münchner Spiel. Guter Ball ins Zentrum. Da wurde ein bisschen FIFA gespielt von Errol Seynoulahou. Hat da so einen Hackenflip gemacht gerade. Also den Ball eingeklemmt zwischen die Füße und dann hinter dem Körper hochgeschnipst über sich drüber. Ob das gewollt war, weiß ich nicht. Da gibt es auch mal in der Kabine gerne mal eine Ansage für so ein Ding. Vor allem in der dritten Liga. So ehrlich müssen wir sein, aber es hat funktioniert. Die Löwen nach wie vor noch einen Ball besitzt. Da haben wir nichts gesagt und sah auch schön aus und spektakulär. Aber so wie er geschaut hat, war es, glaube ich, nicht unbedingt geplant,
den Pass von Hiller so zu verwerten. Jetzt der Ball auf der linken Seite nach einem schönen Diagonalball von Fellat auf Gutau. Frenesi holt die nächste Ecke raus. Also die Löwen, die Münchner, die schieben jetzt hier dann ein bisschen mehr raus auf die linke Seite. Die Zuschauer quittieren das alle mit Applaus. Es ist, wie so die ersten 20 Minuten verlaufen sind, gerade wieder so, dass 1860 ein bisschen mehr vom Spiel hat, ein bisschen mehr schiebt, ein bisschen mehr drückt. Einschnüren wäre übertrieben. Aber zumindest hat Aue lang nicht mehr stattgefunden in der Offensive. Er muss eher jetzt hinten aufpassen. Der Eckball nicht ungefährlich. Lang mit aufgerückt, der Innenverteidiger. Ist ein Spieler mit einem sehr hohen Grundaggressivitätslevel. Niklas Lang. Gegen den spielt auch die eigene Mannschaft nicht gerne im Training. Und alle sind immer froh, wenn er im eigenen Team ist. Und dabei ist es auch egal, ob das ein Fußballspiel ist oder ob das irgendein Erwärmungsspielchen ist. Hütchenlauf oder was auch immer. Hase und Jäger, StG. Gegen Lang will man nicht spielen, aber natürlich umso schöner für die Löwen, wenn man jemanden drin hat, hinten drin, der eben für das eigene Team diese Grundaggressivität einsetzt. Können die beiden bei Aue hinten drin aber auch, Barilla und Vukancic. Beide für den Spielaufbau verantwortlich. Pepic, der tiefe Sechser von den beiden. Shikora und Pepic lässt sich mit reinfallen. Will eine Anspielstation bieten, bietet sie aber nicht wirklich, weil die Löwen eben wieder sehr hoch pressen und sehr hoch anlaufen. Bleiben jetzt stehen, ungefähr so 20, 25 Meter vor dem Kasten. Aber da kannst du den Pepic eben auf der 6 nicht anspielen. Geschweige denn ein Shikora. Deswegen, Barilla sagt es und zeigt es an und spielt ihn auch. Bleibt nur der lange Ball. Der wird abgelegt von Tashi auf die rechte Seite, auf Dahnhoff, aber wieder der Ball weg. Es ist wirklich die fehlende Kreativität, die mir jetzt im zweiten Spiel in Folge auch wirklich auffällt bei den Erzgebirgern. Da gibt es niemanden in dieser Startelf, der irgendwie mal auch was riskiert, mal einen Steckpass spielt, mal einen Funken übertragen kann auf die Mannschaft. Es tut mir leid für alle Aue-Fans, aber es ist wirklich so. Ja, man kann natürlich sagen, es ist Kontrolle da. Und das stimmt auch in weiten Teilen des Spiels, ist Aue zumindest bemüht. Aber wir haben es gegen Lübeck gesehen und es ist das Gleiche wie heute. Diese Kontrolle ist ja ungefährlich und lädt den Gegner eben zum hohen Pressen ein. Und dann verlierst du aus Aue-Perspektive den Ball auch häufig mal. Und dann geht's eben schnell in die Gegenrichtung. Bisher bekommst du das aber gut verteidigt. 0:0 nach wie vor. Nach 35 Minuten. Und es ist wie gerade der lange Ball von Barilla. Diesmal auf Sijaric, setzt sich da erst durch gegen Quattro. Dann stellt Quattro doch den Körper rein, nimmt Hiller mit im Kasten. Der schlägt den Ball raus auf die Auer rechte Seite. Pepic verliert das Kopfballduell auf der Auer linken Seite. Das bekommst du diesmal geklärt. Auf links, auf Kosten eines Einwurfs für den TSV. Die nehmen wieder ein bisschen Tempo raus. Der Fuß auf der Bremse. Hintenrum gespielt, Quattro. Sucht mit Spieler, findet keine. Ja, auch bei 1860 jetzt. Wenn es von hinten mal rausgehen soll, seit einigen Minuten fehlt auch da die Kreativität. Es ist... Ja, es ist eine schöne Samstagnachmittagsbeschäftigung, das definitiv. Es ist Fußball, das macht Spaß und Freude. Es könnte schon ein bisschen mehr. Naja, sagen wir mal so. Es ist jetzt kein Gedicht. Gedicht ist es noch nicht. Dieses Spiel zwischen Erzgebirge Aue und 1860 München. Es ist ein Abtasten, was zu Beginn einer Partie sehr normal ist. Aber die beiden, die befummeln sich schon seit einer guten Dreiviertelstunde, ohne wirklich mal loszulegen hier, ohne es mal ein bisschen eskalieren zu lassen. Ab und zu gibt es Szenen, Torchancen, ja, Bär haben wir gesehen, Frenesi haben wir gesehen auf der anderen Seite für 1860, aber das sind auch noch alles keine Dinger, wo ein Keeper einmal eingreifen hätte müssen, beziehungsweise wo es mich jetzt hier in meiner Kommentatorenbox gegen die Wand schiebt vor Aufregung. Das ist alles noch sehr entspannt. Im Gegensatz zur Stimmung auf den Rängen in beiden Fanblöcken. Die Stimmung ist gut. Allgemein bei 1860 das eigentlich kein Problem. Meistens ausverkauft. Das Stadion an der Grünwalder Straße.
Und auch der Gästeblock macht mit, bekommt den nächsten Angriff zu sehen. Über die linke Seite, Tashi an der Grundlinie, bringt den Ball ins Zentrum, Bär! Und den macht er nicht! Den macht er nicht, das wär's gewesen! Marcel Bär bekommt den Ball an den Fünfer gespielt von Tashi und der kann's gar nicht glauben. Ah! Und da muss man jetzt aufpassen, dass man so eine Szene nicht mitnimmt in die eventuell komplette Saison, dass das so eine stellvertretende Szene ist, die ja auch dieses fünfte Spiel stand jetzt ohne Tor beschreibt. Marcel Bär gegen die Ex-Kollegen bekommt den Ball an die 5-Meter-Linie gespielt. Mit dem linken Fuß will er abschließen, tritt drüber und der Ball prallt dann weiter an sein Standbein ins Aus. Oh, das war sie gerade. Das war sie gerade. Die hundertprozentige Chance für die Veilchen. Das ist schade, das ärgert ihn. Hat man auch sofort gesehen, aber vielleicht war es ein Impuls. Vielleicht war es ein Impuls für Erzgebirge Aue, jetzt doch nochmal ein bisschen mehr ins Risiko zu gehen. War gut durchkombiniert über die linke Seite und es geht weiter. Tashi, Seitz läuft mit, wieder bei zur Grundlinie, linke Seite, behauptet den Ball, aber er rollt langsam ins Aus. Hadert da mit sich. Aber Aue, das ist jetzt richtig, das muss jetzt so weitergehen, die müssen dranbleiben jetzt. Es sind nur noch wenige Minuten zu spielen bis zum Halbzeitpfiff durch Erik Weißbach. Nicht mehr lange auf der Uhr und da gibt's ja auch immer Studien drüber und Philosophien und damit kann man ganze Stammtischabende füllen. Ja, dieser psychologisch wichtige Zeitpunkt vor der Hälfte. Vor der Halbzeitpause. Gibt's den wirklich? Gibt's den nicht? Manche sagen, nee, den gibt's nicht. Jede Minute ist gleich viel wert. Ich bin ein großer Freund von Psychologie. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich das auch ein bisschen beschäftigt, wenn du so einen Nackenschlag bekommst als verteidigendes Team kurz vor der Hälfte und dann diese Unmut mit reinnimmst in die Halbzeit. Und auf der anderen Seite, Aue hätte es gut getan, mit diesem positiven Grundgefühl eben weiterzumachen und sie zu besprechen. In der Pause, in den Kabinen. Aber wir haben ihn vorhin schon gehabt und ich schiebe ihn wieder zur Seite. Der Konjunktiv. Aber seitdem Aue in Ballbesitz, fast nonstop. Es kommt ein bisschen mehr Kontrolle und auch ein bisschen mehr Risikobereitschaft hinzu. Die Bälle werden länger, da werden mehr Steckpässe gespielt. Jetzt wird die Variante hoch und weit auf Marcel Bär vorne. Quadvo köpft das Ding raus. Einwurf, Seitenlinie, linke Seite, Aue. Seitz behauptet den Ball, baut über Jakob auf, der startet wieder ins Zentrum, legt den Ball raus, auf die linke Seite wieder. Zwei Auer vertändeln da den Ball, bleiben jetzt wieder in Ballbesitz. Jakob, Grundlinie und dann verspringt ihm der Ball. Das ist natürlich schade, war durch an der Grundlinie. Und dann kurz die Konzentration verloren oder der Ball ist ein kleines bisschen versprungen. Schade, war durch an der Grundlinie, Kilian Jakob. Auf der anderen Seite auch der 5er und 16er nicht wirklich gut besetzt gewesen. Er hat den Kopf oben gehabt, hat eine Anspielstation gesucht, hat einfach keine gefunden. Sonst hätte er den Ball vielleicht auch einfach gespielt. Also weiter mit Abstoß. Mal eine lange Variante, dass es sowas noch gibt im modernen Fußball. Ist ja auch der Wahnsinn. Auf die linke Seite geschlagen. Frenetzi bekommt da einen kleinen Schlag mit. Von Sijaric, sehr fair, hilft ihm mit hoch. Abklatschen, nichts Böses, nicht beabsichtigt in der Situation. Für Frenetzi geht's weiter, ist sehr wichtig fürs Offensivspiel von 1860 München über diese linke Seite. 45. Minute ist angebrochen, ich warte noch aufs Täfelchen des vierten Offiziellen mit irgendeiner Zahl, die uns noch eine ganze Weile Fußball schauen lässt. Wir werden uns überraschen lassen. Ist auch mal schön zum Samstagnachmittag. Anzeige habe ich jetzt nicht gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel Nachspielzeit gibt. Der Ball hinten bei Martin Mendl im Kasten. Langer Hafer nach vorne. Tashi auf Sijaric. Oh, das hat richtig weh. Vorteil gibt's aber. Marcel Bär, der Abschluss wird abgefälscht. Muss nochmal Ecke geben. Davor Sijaric abgeprallt mit dem Kinn an Ferlat war es, glaube ich. Und da, ohne sie jetzt verschrecken zu wollen, da ist der Kopf ein bisschen wirklich auch weggeklappt. Also da gab es die Schulter komplett an die rechte Schläfe von Sijaric.
Also, der war noch bei Bewusstsein, aber es gab schon Spieler, die nach so einem Ding kurz mal im Traumland unterwegs waren. So ist der da reingeknallt. In Verlat, keine böse Absicht. Scheint auch weiterzugehen. Aber sah nicht gut aus und Weißbach hat richtigerweise der Schiedsrichter auf Vorteil entschieden. Gipfelt jetzt in dieser Ecke. Vielleicht die letzte Situation, die letzte Offensivsituation für Erzgebirge Aue in der ersten Halbzeit im Stadion an der Grünwalder Straße. Seitz steht da, Siaric bietet sich kurz an, aber mal nein. Doch wieder lange Variante wie vorn. Wieder auf Barilla. Zweiter Pfosten, Kopfball. Tashi. Vorbei. Und das war sie auch. Die letzte Möglichkeit und die letzte Spielsituation in der ersten Hälfte beim Spiel Erzgebirge Aue auswärts gegen 1860 München im Stadion an der Grünwalder Straße. Es steht 0:0 zwischen beiden Mannschaften. Halbzeitergebnis geht damit absolut in Ordnung und wir hören uns dann pünktlich wieder, sobald es hier weitergeht im Münchner Süden. So, 0:0 zwischen Erzgebirge Aue im Gastspiel gefordert im Stadion an der Grünwalder Straße. Beim TSV 1860 München. Auf beiden Seiten gute Ansätze, doch sehr gute Ansätze in Teilen, aber es bleiben eben Ansätze in der Definition und deswegen torlos die Partie. Es fehlten die richtig hundertprozentigen Chancen, wo auch mal ein Torhüter eingreifen muss, um so ein Ding vielleicht auch mal zu kaschen und zu kratzen. Eine haben wir gesehen, kurz vor dem Halbzeitpfiff. Vom Ex-Löwen Marcel Beer auf Auer Seite bekommt den Ball an den Fünfer gesteckt und säbelt da drüber in einer Art und Weise. Die macht er sonst im Schlaf. Davon können wir wahrscheinlich ausgehen. Jetzt rollt der Ball aber gleich wieder hier. Immer noch bestes Fußballwetter und Erik Weißbach, der will pünktlich nach Hause zurück, nach Leipzig, pfeift entsprechend auch pünktlich an. Diese zweite Hälfte, 1860 in Ballbesitz. Ja, beide Seiten bemüht, das kann man hier keinem vorwerfen. Beide Seiten, für mich vielleicht sogar die Münchner, einen Ticken kreativer. Aber nicht extrem kreativ, aber eben diesen Tick mehr als die Veilchen, die jetzt aufpassen müssen. Da geht's direkt gut los. Durch Frei. Kommt genau so zum Schuss, nämlich Frei. An der 16er-Grenze bekommt einen Rückpass gespielt von Schröter. Der bringt den Ball von der rechten Seite flach ins Zentrum. Der wird dreimal abgefälscht und dann landet der auf der linken Klebe von Frey, der extrem wichtig ist, der das Spiel koordiniert von 1860, der für das Gefüge im Team eine große Rolle spielt, der Dreh- und Angelpunkt ist im Zentrum. Jetzt die Ecke im Anschluss wird rausgeschlagen von Sean Seitz. Aber nicht weit genug. Jetzt vielleicht mal, naja, eine Kontermöglichkeit ist es nicht mehr. Dafür ist die Löwenabwehr bereits wieder zu tief im Zurückfallen begriffen gewesen. Tashi greift sich wieder an den Oberkörper, hat er den nächsten Schlag anscheinend bekommen, aber es geht nahtlos weiter. Der Ball auf der rechten Seite, jetzt der Löwen in der Hälfte von Aue. Schröter tanzt ein bisschen mit Seitz, spielt den Pass ins Zentrum, findet keinen Abnehmer. Jetzt vielleicht mal die Möglichkeit des schnellen Umschaltens auf Seiten von Aue, aber nicht so. Tashi unglücklich heute auch wieder, wie bereits gegen Lübeck und auch gegen Sandhausen. Versucht das Spiel schnell zu machen, aber der Pass über 6-7 Meter kommt nicht an. Aber jetzt diese Flanke dafür von Julian Guttau. Auf den Löwenstürmer, auf den Niederländer Swartz. Winkel zu spitz, bekommt er nicht mehr hin, das Ding auf den Kasten zu drücken. Aber gute Flanke von Guttau. Hat auch schon einige Scorer gemacht hier in der Saison bereits. Einer der auffälligsten auch in diesem Spiel, im Zusammenspiel auf der linken Seite mit Frenetzi. Hat Aue bisher verteidigt bekommen. Ich möchte nicht sagen gut verteidigt bekommen, denn die beiden haben es oft genug geschafft, sich da auch durchzuwimmeln an Danow vorbei. Jetzt wieder, aber da bleibt der Fuß draußen von Danow gegen Frenetzi. Abklatschen, faire Grätsche, Einwurf 1860. Bereits ausgeführt. Und neuer Spielaufbau über den Kapitän des Löwenrudels, über Verlat.
der komplett abkappt und zurückspielt auf Filler. Und wieder raus auf die linke Seite. Immer die gleiche Idee. Oftmals zumindest, wenn es hintenrum geht, über die Innenverteidiger, über Quadwo beispielsweise, über Lang, über Ferlat. Dann der Ball auf Filler, dem Torhüter von 1860 München. Und dann kommt der lange Ball von ihm, meist auf die linke Seite rüber, wo Gutta und Frenetzi dann eben unterwegs sind. Es beginnt so ein kleines bisschen wie die ersten 45 Minuten. Aue bemüht um Spielkontrolle, verschleppen das Tempo ein kleines bisschen. 1860 dann eher erpicht darauf, schnell in gefährliche Abschlusssituationen zu kommen. Und auch wieder über links. Es gibt keine Wechsel, das heißt die 22 Jungs, die angefangen haben, auch immer noch auf dem Platz. Dürfen noch ein bisschen. Gibt aber bei beiden gute Optionen auf der Bank. Dodgef hat es gesagt, eigentlich ist jede Position doppelt besetzt, doppelt gut besetzt, dass man eben auch tauschen könnte. Bei 1860 verhält es sich ähnlich, ein kompletter Umbruch in der Saison. Und man ist es ja fast geneigt als Betrachter von außen hier oben, ne, aus Sachsen, wenn man da runterschaut in die bayerische Landeshauptstadt, dass in den Bereichen Blau-Weiß einiges los ist. Jetzt auch auf dem Feld vorm Kasten. Aber der verspringt der Ball und Aue kann das Ding behaupten, spielt sich da gut raus im Kombinationsfußball im eigenen 16er, bauen sie da das Dreieck auf. Ja, und genau das passiert dann, genau das, schlagt doch die Rinde lang. Dann kommt der Ball von Dahnhoff in die Füße eines Münchner Offensivspielers, der nur damit nichts anfangen kann, weil er selbst überrascht ist, dass der Ball überhaupt zu ihm kommt in dem Moment. Es gibt irgendwann den Moment, wo man so einen Ball auch mal schlagen muss. Jetzt Unterbrechung, die nächste gelbe Karte im Spiel. Diesmal für 1860 München. Sean Seitz wurde da rüde weggegrätscht im Zentrum. Tarnat verwarnt, zieht noch zurück beim ersten und dann kommt der, es war nicht Tarnat. Kommt Lang angeflogen, kompromisslos, mit einer gesprungenen Grätsche von vorne, deswegen nur gelb. Ich habe es vorhin schon angedeutet, der hat eine gewisse Grundaggressivität. Und vielen Dank, dann habe ich anscheinend doch ganz in Ordnung mal nachgelesen und recherchiert. Das stimmt aber 100%. Holla, die Waldfee, wie der da angesäbelt bekommt in der gegnerischen Hälfte. Aber das kann auch so ein Hallo-Wach-Effekt gewesen sein, vielleicht an seine Mitspieler, an die Jungs, um eben zu zeigen, hallo, es geht weiter, wieder da sein, noch einen Gang hochschalten. Und dann muss man eben auch mal so eine Grätsche auspacken, aber erstmal verteidigen für 1860, weil Jakob unterwegs ist im Strafraum. Linksabschluss bleibt hängen, aber der Ball bleibt bei Liederweiß. Sean Seitz will den Freistoß haben, bekommt den auch. In einer guten Position, links neben dem 16er, kann man direkt machen, kann man als Flanke schlagen. Wenn es aus dem Spiel heraus nicht wirklich funktioniert, dann doch vielleicht mal eine Standardsituation, die keine Ecke ist, sondern ein Freistoß in einer gefährlichen Situation. Würde dem Spiel wirklich gut tun. Oft gehört, aber es stimmt eben oft auch, ne? Es stimmt eben oft auch. Jetzt ist die Möglichkeit dazu da. Pepic steht da und Sijaric. Oh. Der Freistoß kommt rein. Ins Zentrum geschlagen, aber bleibt dann an der ein- oder zwei-Mann-Mauer hängen. Dann der zweite Versuch. Ü-
über die offensive Reihe, die am 16er dann stand auf Seiten der Erzgebirger, aber der Schuss meilenweit am Kasten vorbei. Und dann geht's weiter mit Abstoß und jetzt spielt's 1860 mal schnell über die rechte Seite jetzt mit Schröter im 16er. Setzt sich durch, kann den Ball spielen und dann steht's 1-0. Und dann steht es 1-0. Schnell und kompromisslos Aue im Hintertreffen. Stark gespielt. Schröter dreht auf über die rechte Seite. Tänzelt sich an Jakob vorbei und auf Jakob zu in den 16er der Veilchen. Bringt den Ball ins Zentrum. Und da steht Joel Schwarz, hält den Fuß rein und der Ball kringelt sich rein oben ins Eck. 1-0 für 1860 München gegen Erzgebirge Aue. Und das ist dieses Tor, was dem Spiel hoffentlich aus Auer Perspektive auch gut tun kann und soll. Natürlich sollte es lieber auf der anderen Seite fallen, aber jetzt muss was passieren. Jetzt braucht es vorne kreative Momente. Jetzt braucht es jemanden, der mal diese Verantwortung übernimmt, vielleicht auch mal das 1 gegen 1 sucht, auch erfolgreich sucht und eben mal dieses Heft des Handelns, das berühmte Heft des Handelns mal aufmacht und sagt, so, gib mal her den Stift, ich schreib mal was rein jetzt hier, weil nach vorne Auer in Hälfte 2 nach wie vor nicht wirklich gut unterwegs. Kreativlosigkeit nach wie vor. Jetzt muss was passieren auf Seiten der Veilchen, wenn man genauso ungeschlagen aus München abfahren möchte, wie man nach München reingefahren ist. Aber, und das müssen wir auch festhalten, das Tor nicht unverdient. Das Tor nicht unverdient für 1860 München. Und die Fans sind natürlich jetzt da, das ist klar. Einmal Löwe, immer Löwe, scheppert durch das Stadion an der Grünwalder Straße im Münchner Süden. Aue muss jetzt gegen 11 Löwen auf dem Platz, gegen 14.100 auf der Tribüne. Aber die Löwen kommen schon wieder im Angriffsmodus. Freistoß, Halbfeldposition, linke Seite. Aue stellt die verteidigende Linie sehr hoch. Der Freistoß kommt, wird geklärt von Jakob, rausgeköpft hinten links. Behauptet sich dann weiter. Einwurf auf der linken Seite in der Eckenhälfte von Aue. Ja, schon Seitz lag schon wieder, aber das darf er auch nicht zu oft machen. Frenetzi hat eine gute Abschlussposition und Siegsparade. Frenetzi, zentrale Schussposition. Schaut, Kopf hoch, 1-2, legt den Ball auf den starken rechten Fuß. Und Mennel greift über, sensationell, der Ball fliegt, der wäre reingeflogen, so in den linken Knick. Noch ein bisschen zu zentral, gibt Mennel die Möglichkeit, sich lang zu machen, greift über, spektakuläre Parade, dreht sich um zum Gästeblock und feiert die Parade mit den Fans. Das war wichtig, das hätte schon fast sein können. Die anschließende Ecke wird verteidigt auf Kosten einer weiteren Ecke. Die Löwen, die kommen jetzt, Aue muss aufpassen. Die Fans sind da, der Veilchen, 900 sind's. Die machen gerade eine Bolognese durch den Block. Extrem viele Oberkörper frei. Den Löwen ist es egal. Die spielen die nächste Ecke rein. Wieder rausgeklärt. Frenetzi jetzt auf rechts. Hat Zeit zum Flanken. Bringt die Flanke. Zweiter Posten. Ball noch im Spiel. Danhoff setzt sich durch. Erobert den Ball von Guttau. Der komplett frei stand am zweiten Pfosten. Und jetzt Barilla holt den Freistoß raus in der eigenen Hälfte gegen Ferlat. Der muss auch lachen. Sehr glückliches Ding. Oh. Jetzt aufpassen, nicht drum betteln. Nicht drum betteln. Ball bei Mennel. Verschleppt das Tempo mal ein kleines bisschen. Spielaufbau über die Innenverteidiger. Das
brauch's auch jetzt. Jetzt brauch's diese Kontrolle. Aber auch Risikobereitschaft. Die muss trotzdem da sein. Kontrollier das Risiko. Das brauch's jetzt. 53. Spielminute. Das war der erste konstruktiv vorgetragene Angriff, aber nicht in Veilchenlila, sondern von den Löwen in den Trikots blau und weiß. Gut durchgesetzt über die rechte Seite von Schröter, passen den 16er und dann hält Joel Schwarz den Fuß genauso hin, wie es Bär hätte vorhin machen sollen. Aber Konjunktiv Part 3 ist auf dem Fußballplatz und allgemein im Leben egal. Und so steht es eben hier 1:0. Und es ist aber noch Zeit. Es ist noch eine gute halbe Stunde zu spielen. Gerade gab es schon die nächste Möglichkeit für 1860. Martin Mendel hält überragend das Ding, greift über. Sonst wäre das Ding eingeschlagen, der Ball im linken Knick nach einem Strahl von Frenesi. Jetzt braucht es irgendeine Mischung. Eine Mischung aus Kreativität und Risikobereitschaft, aber auch Kontrolle, weil 1860 weiter schiebt und schiebt und die drei Punkte behalten möchte zu Hause. Aue, ja, es kann sein aktuell, dass es den ersten richtigen Punktverlust gibt in der Saison, aber noch ist Zeit. 58. Spielminute, es steht 1:0. Jetzt die Möglichkeit zum Ausgleich! Sijaric war durch, Ball noch im Spiel, Danhof im 16er, immer noch, Marcel Bär wühlt sich durch, Ecke, Aue kommt, aber nach wie vor 1:0, aber es gibt Ecke für Erzgebirge Aue und kurze Verletzungsunterbrechung, weil Quattro hat sich da wehgetan. Boah, einiges los jetzt hier in München. Und die Ecke wird gleich ausgeführt natürlich, sobald Quattro verarztet wurde. Der ist, so habe ich das wahrgenommen, ohne wirklichen Gegnereinfluss gerade auf den Boden gefallen, hat sich irgendwie vertreten oder so sah das aus. Geht aber auch für ihn weiter. Und für Aue mit einer Ecke. Vielleicht die Standards, das kreative Element, das fehlt eben noch ein kleines bisschen. Jetzt war es gerade da. Es ist die gleiche Eckenvariante, wieder kurz, wieder. Ich verstehe es einfach nicht. Also wirklich, es gibt irgendwann den Punkt, wenn ich zum vierten Mal die gleiche Eckenvariante spielen möchte und ich stelle fest, die klappt viermal nicht, dann muss ich vielleicht auch mal irgendwie auf eine andere Idee kommen und einfach mal die Murmel auch mal reinschlagen. Oldschool, wenn Sie so wollen. Wie wir das noch gemacht haben vor 3 Jahren. Mal eine Ecke reinschlagen in den 16er. Du hast doch große Leute drinstehen. Vukancic, Bär ist mit vorne. Und so wird aus einer Ecke ein eigener Aufbau in der eigenen Hälfte über die Innenverteidiger. Und das schon wieder. Verstehe ich nicht, aber immerhin Aue weiter an Ballbesitz. Über Pepic treibt den Ball auf die linke Seite, Jakob, und dann zurück in den Aufbau zwischen den beiden Innenverteidigern, zwischen Vukancic und Barilla. So, die andere Seite bespielt. Danhof muss aufpassen, bekommt Gegnerdruck von hinten, setzt sich gerade noch so durch, klärt den Ball nach hinten zu Mendel. Und im Kreisverkehr wieder in die andere Richtung, nach links. Übers Zentrum, Tashi, rechts raus auf Danhof, Sijaric, Danhof, Doppelpass. Und dann ist Danhof zu langsam, erreicht diesen Doppelpass nicht. War aber auch nicht volles Tempo da, da hat das letzte Risiko gefehlt. Den Ball auch erreichen zu wollen. Das ist dann auch ein Körpersprache-Ding irgendwann. Du liegst 0-1 hinten. Es ist noch Zeit, ist richtig, aber es ist nicht so, dass 1860 jetzt Kaffeefahrt macht hier. Die kommen wieder über rechts, über Schröter. Abgefangen. Freie Mittelfeld. Wieder der Ball auf rechts, auf Schröter. Setzt sich durch gegen zwei, gegen Sijaric und gegen Jakob. Vukancic stand in den Körper reingestellt. Schlägt den Ball ins Seiten aus und klärt. Da muss jetzt langsam aber sicher ein bisschen mehr kommen. Und es kommt was, aber erstmal ein Wechsel auf Seiten von 1860 München. Und das ist auch ein Signal. Ein eindeutiges Signal. Wohin hier der Rennwagen donnern soll. Nämlich weiter und weiter und weiter über die schnellen Offensivspieler von 1860 in den 16er von den Veilchen. Errol Senulahu wird den Platz verlassen. Spielt hängende Spitze, offensives Mittelfeld und wird ausgetauscht durch Valmir Soleimani. Und das ist ein Stürmer. Das heißt, 1860 wechselt offensiv.
überhaupt keine Ambition erkennbar, da irgendwo Tempo rauszunehmen. Im Gegenteil, Signal ist klar. Nachlegen gegen Erzgebirge Aue, die nach wie vor mit der ersten Elf unterwegs sind, die das Spiel auch gegen 16.30 Uhr heute begonnen hat in München. Auch da wäre es vielleicht mal eine Möglichkeit zumindest, ich lasse den Namen nochmal fallen, einen Marvin Stefaniak zu bringen, weil der die drin hat, diese kreativen Momente im Köcher. Wie er hier, wie Frenetzi auf links. Macht ein sehr gutes Spiel im Zusammenspiel mit Gutau auf der linken Seite. Jetzt aber der Ballverlust auf Seiten der Löwen. Tarnath verliert den Ball. Schon Seitz und wird dann gehalten. Seitz von Tarnath. Taktisches Foul. Sieht Schiedsrichter Erik Weißbach genauso. Gibt die gelbe Karte. Ja, aber ist auch clever. Da war mal ein bisschen die Möglichkeit da auf Seiten von Erzgebirge Aue. Mal schnell nach vorne zu kommen. Und Tarnath sagt, nö, hole ich mir Geld ab fürs Team, riskiere ich, habe ich bei meinem Papa, bei Legende Michael Tarnath oft genug erlebt und gesehen, habe ich mitgenommen, habe ich umgesetzt, gibt ein Bienchen ins Muttiheft. Angriff damit unterbunden. Ja, mit unlauteren Mitteln, aber auch das, taktisches Foul im Fußball und auch vielen anderen Sportarten gang und gäbe. Der Ball im Zentrum, auf Seiten der Löwen. Swartz, der Stürmer, aktiv mit beteiligtem Spielaufbau, bringt den Ball auf links, frei ist da. Frenetzi natürlich, Frenetzi, wer sonst? Grundlinie, bringt den Ball an die 16er Kante, wieder frei und Tor, nicht kein, oh mein Gott. Um Gottes Willen war das knapp verteidigt, da gibt es noch ein paar Diskussionen, aber es scheint alles vor der Linie gewesen zu sein. Da hatte ich den Torschrei schon auf den Lippen. Wir dröseln es auf. Frenetzi spielt den Ball 90 Grad zurück an den 16er von der Grundlinie aus. Frei mit dem Abschluss. Kommt dann nicht durch. Durchs Auer Gehölz, bestehend aus 6-7 verteidigenden Beinen, die sich da reinwerfen mit allem, was geht. Also die nächste dicke Chance für 1860. Entschuldigen Sie, dass der Torschrei da ein bisschen spät kam. Da kamen noch Beine reingeflogen, die habe ich gar nicht kommen sehen. Bisschen früh natürlich, nicht bisschen spät. Es ist ein aufregendes Spiel, selbst für mich. Aber jetzt macht es auch ein bisschen Spaß seit diesem 0:1 aus Sicht von Erzgebirge Aue. Weil mehr passiert auf dem Platz. Leider eben nicht in lila-weiß, sondern in blau-weiß. Moritz Schröter wieder über rechts, behauptet sich, setzt sich durch, bleibt fair, lässt sich nicht fallen, will die Flanke schlagen von rechts, bleibt hängen. Aber der Ball nach wie vor auf Seiten der Löwen, setzt sich wieder durch mit der Hacke, rechte Seite, Flanke in den 16er, wieder geklärt vor Frenetzi. Der ist eingerückt von der linken Seite rein in den 5-Meter-Raum. Meine Güte, Aue bettelt mit aller Macht. Mann und Maus und Grasnarbe und allem, was irgendwo in diesem Schuppen, in diesem Stadion rumliegt, verteidigt das Ding. Wahnsinn! Und jetzt möchte ich schon die Frage stellen, wann kommt der? Und jetzt kommt er, der angesprochene Wechsel. Und es ist auch Stefaniak, der hier reinkommt, als erste Einwechslung für Erzgebirge Aue. Das kreative Element soll es jetzt richten, aber erstmal in der Verteidigung Marvin Stefaniak gefordert. So wie ich das gesehen habe, ist Sijaric rausgegangen, wenn ich da nochmal die offizielle Bestätigung gleich habe. Kommt die natürlich sofort hinterher. Stefaniak hat jetzt gut 25 plus X an Nachspielzeit Zeit für individuelle Situationen, um Lösungen, Chancen zu kreieren für diesen Rückstand. Um Steckpässe zu spielen, auf rechts raus, auf den schnellen Sijaric. Um mit Halbfeldflanken Marcel Bär im Zentrum zu bedienen, als großgewachsenen Stürmer. Hätte ich mir vielleicht ein bisschen eher gewünscht.
Marvin Stefaniak, das erste Mal am Ball auf der linken Seite. Direkt wird er gesucht und gefunden. Fordert direkt den Ball, versucht jetzt Tashi im vorderen Mittelfeld ins Spiel zu bringen. Der Ball wird abgeblockt, bleibt in den Reihen von Auer jetzt weg und zurück. Bei 1860, die den Ball aber rausschlagen. Erstmal Ruhe reinbringen und sich neu ordnen können. Was fällt Auer ein? Seitz auf rechts. Versucht mal mit links. Guter Versuch. Da muss Hiller eingreifen. Klärt zur Ecke. Seitz mit dem linken Fuß. Ungefähr 30 Meter Abschluss mal gesucht. Flach links. Aufsetzer. Die sind auch mal eklig für Torhüter. Hiller aber souverän. Und es gibt Ecke für die Veilchen. Und die tritt der Neue. Die tritt Marvin Stefaniak. Und der tritt hier auch mal richtig, flankt die mal rein, nicht kurz ausgeführt. Trotzdem nicht gefährlich. Ball bei Seitz im Zentrum. 40 Meter vor dem Kasten. Jetzt Barilla, Halbfeldflanke in den 16er, sucht Tashi, findet ihn nicht. Zweiter Anlauf über Bär. Sieht Pepic links raus auf Stefaniak im 16er. Ball ins Zentrum! Geklärt von Hiller wieder. Flanke Nummer 2, Stefaniak. Bär unterspringt das Ding. Tashi ist zu klein. Rausgeklärt von 1860, die ihrerseits jetzt mal versuchen, ja, sich auf das Verteidigen zu konzentrieren. Gibt Aue die Möglichkeit, mal ein kleines bisschen in die Offensivbemühungen einzugreifen und auch ein bisschen mehr Offensivbemühungen vom Stapel zu lassen. Ganz einfach. Stefaniak macht sich sofort bemerkbar. Es wird sofort schneller über die linke Seite. Da ist der Ball auch wieder. Aber Seitz jetzt dort. Bringt den Ball auf die rechte Flügelseite. Dahnhof holt den Ball noch. Ah, vom Seiten aus weg, aber nicht von der Grundlinie. Hadert ein bisschen mit der Qualität des Passes von John Seitz. Aber darum darf es jetzt nicht gehen. Ja, der kann ein bisschen besser gespielt kommen, vielleicht ein bisschen mehr in den Fuß. Nicht so aggressiv weit in den Lauf, wie er gespielt worden ist. Auf der anderen Seite, das darf jetzt kein Thema sein. Weitermachen, ist noch genug Zeit aus Veilchenperspektive, um weiterhin ungeschlagen zu bleiben in der Drittligasaison. 1860 jetzt, wie gesagt, scheint ein bisschen angreifbar. Dreht auch ein bisschen an der Uhr. Möchte man niemandem unterstellen natürlich. Aber da liegt Niklas Lang, hat einen Schlag bekommen gegen die Wade. Da kommt der nasse Schwamm in den Einsatzbereich. Hineingeworfen. Um die Wade ein bisschen zu kühlen. Scheint dann doch ein bisschen mehr weh zu tun. Um Gottes Willen, wir wollen hier niemandem irgendwas unterstellen. Aber natürlich auch recht dankbar aktuell. Aber das ist das Gute in der aktuellen Spielzeit in allen Profiligen. Das haben wir auch bei der Frauenweltmeisterschaft gesehen mit teils horrenden Nachspielzeiten. Gestern in der Bundesliga auch sowas, ne? Borussia Dortmund gegen Heidenheim. Ewig lange Nachspielzeiten, um eben die Länge eines Fußballspiels, wo wirklich effektiv gespielt wird, wo der Ball im Spiel ist, wieder nach oben zu schrauben. Und um sowas eben zu verhindern, dass dann den Verein sagen kann, boah, ja, also eigentlich alles gut, aber die Gegner haben da ganz schön rumgeschraubt an der Uhr, haben da so viele Minuten weggenommen von der Uhr. Eigentlich haben wir nicht 90 gespielt. Jetzt geht's aber weiter. Niklas Lang auch schon wieder fit. Darf zurück ins Spiel, wenn Erik Weißbach, der Schiedsrichter, das Signal gibt. Abstoß von Hiller. Stefaniak jetzt die Seiten gewechselt. Auf der rechten Seite unterwegs. Der Ball läuft über ihn. Über das Zentrum. In der Innenverteidigung Vukancic. Versucht den Ball mal ein bisschen progressiv nach vorn zu spielen. In die Spitze auf Pepic, Schlein auf Seitz. Wird gefoult von Frei. Weiter geht's. Auch wieder Zeit, sich neu zu sortieren für 1860. Durch die kleinen Fouls, nichts Schlimmes, nichts Wildes, nichts Rüdes.
Aber natürlich nimmt das doch ein paar Sekunden wieder runter. Jetzt mal Kilian Jakob, setzt sich gut durch. Linke Seite ist im 16er, der Ball zurück auf Bier, kommt nicht durch. Weiter geht's im Strafraum. Seitz ebenfalls linke Position. Jetzt behauptet sich zwei Gegner. Und guter Lupfball. Guter Lupfball auf Keeper. Ah, der Keeper war auch mit dabei. Auf Kilian Jakob. Und dann der Keeper Hiller. Jetzt müssen wir es sortieren. Und so haben wir es sortiert. Mit einer guten Parade. Der Ball kommt auf den kurzen Pfosten. Volley geschlagen. Das war mal ein kreativer Moment. Das war mal ein bisschen sexy. Seitz mit einem Lupfer. Auf Jakob. Und dann der Abschluss. Die anschließende Ecke bringt nichts ein, auch wenn Stefaniak Vukancic in der Mitte erreicht. Und jetzt auch der nächste Wechsel auf Seiten von 1860. Immer wieder gefährlich jetzt auf beiden Seiten. Erst 1860, die ein bisschen Oberwasser hatten nach dem Führungstreffer. In den letzten Momenten Aue. Also, hier ist es noch lange nicht vorbei. Im Auswärtsspiel für Erzgebirge Aue im Stadion an der Grünwalder Straße im Süden von München. Das wird noch für die Münchner eine sehr lange Schlussphase und für Aue die Möglichkeit, eben doch noch auszugleichen und zu treffen. Stefaniak auf rechts, nimmt Dahnhof mit. Wieder Stefaniak, schöner Doppelpass, Grundlinie, die Flanke kommt ins Zentrum. Da steht keiner am zweiten Pfosten. Da ist die Besetzung im Strafraum nicht wirklich gut. Tashi und Bär stehen oft sehr nah beieinander. Und so ist der zweite Pfosten eben unbesetzt. Und so steht es weiter hier 1:0 nach dieser vergebenen Möglichkeit von Erzgebirge Aue für 1860 München. Aue kommt ein kleines bisschen in den letzten Minuten besser in die Partie. Großchancen erarbeitet über Einzelaktionen, teils auch schön herausgespielt, aber es muss noch einiges passieren. Majetschak jetzt als neuer Sechser in der Partie. Es sind noch 15 Minuten zu spielen hier im Stadion an der Grünwalder Straße. Spielstand nach wie vor 1:0 für 1860. Nicht unverdient, aber Aue hätte sich auch ein Tor inzwischen erarbeiten müssen. Noch ist Zeit hier in München. Und diese Zeit wollen sie auch nutzen. Natürlich, deswegen werfen sie jetzt auch schneller ein, werfen den 60er-Spielern teils auch die Bälle hin beim Einwurf. Dass sie eben schnell ausführen, diese Standardsituation, und da nicht eben an dieser Uhr schrauben. Joel Schwarz jetzt im Sturm, 1860 verliert den Ball. Vukancic versucht das Spiel schnell zu machen, genau in die Füße von Guttau auf der linken Seite, da wo er nicht hin sollte. Frenetzi auf links, setzt sich durch, bringt die Flanke ins Zentrum. Da ist keiner da, außer Barilla klärt den Ball. Wieder der Ball auf links. Wieder Frenetzi, Guttau. Die linke Seite von 1860 gefällt mir sehr gut heute. Ist aber auch die anfällige, entsprechend rechte Seite von Erzgebirge Aue. Schröter auf rechts. Versucht Doppelpass mit Frei. Klappt nicht. Suleiman war es im Sturm. Und Aue. Hinten ein bisschen eingeschnürt jetzt wieder. 1860 hat auch frische Kräfte gebracht. Aue ebenso. Ludewig ist gekommen für 1860. Für Lang. Und bei Aue war es nicht Majetschak, sondern Pepic. Nein, es ist einiges Wildrad los hier. Entschuldigung, also Pepic ist natürlich ausgewechselt worden. Und dann habe ich erst die Nummer gesehen auf der Tafel von Majetschak, aber die Entscheidung wurde nochmal umstrukturiert und Schwirten kommt für Pepic in die Partie. Jetzt haben wir das auseinanderklamüsert, sorry für die Verwirrung. Aue im Angriff, Abschlussversuch. Zu zentral auf Hiller, der lässt klatschen, der Ball wieder rechts auf der Seite bei Stefaniak. Dahnhof setzt sich jetzt durch, wird gefoult, aber bekommt den Freistoß nicht.
Das hat Weißbach und sein Team nicht gereicht für einen Freistoß in einer guten Position. Dafür jetzt Joel Schwarz, wird geschickt in die Sturmspitze von 1860. Ist ein kleines bisschen zu langsam. Mendel baut auf der linken Seite über Kilian Jakob. Vukancic. Barilla bedient Stefaniak. Ball auf links. Vukancic. Der lange Ball. Der versucht da Meuer ins Spiel zu bringen. Jetzt am Ball auch, der auch neu reingekommen ist für Taschi in die Partie. Dahnhof, Stefaniak, guter Ball, liegt gut da. 30 Meter vor dem Tor, Abschlussversuch, bleibt hängen mit dem schwachen Fuß. Aber auch in Ballbesitz. Vukancic schaltet sich ein in die Offensive. Der Versuch, mal einen Steckpass zu spielen in den 16er, scheitert ebenfalls. Nicht nervös werden aus Auer Sicht. Es ist immer noch Zeit. Es ist immer noch die Möglichkeit gegeben, hier 10, 15 Minuten das Spiel auszugleichen, eventuell zu drehen. Weil 1860 auch nur noch diese Nadelstiche fährt nach vorne, trotz frischen Personals. Aber gerade über die rechte Seite und über die linke Seite, über die Flügel, sehr gefährlich heute unterwegs, die Münchner Löwen. Schröter rechts, Frenetzi links im Zusammenspiel mit Guttau. Im Zentrum hat Aue eigentlich alles unter Kontrolle. Und um die sind sie auch wieder bemüht. Wieder Vukancic, Fehlpass aus der Innenverteidigung heraus. Es war jetzt der dritte innerhalb von 5 Minuten. Seitz zeigt es an, wieder am Boden, wurde gerade getreten. Und da habe ich auch die Wechselgeste gesehen. Kann nicht mehr. Wurde einige Male heute ein bisschen zu hart gestreichelt. Hatte auch gute Chancen. 2 Stück an der Zahl, außer Distanz. In beiden Fällen war Hiller da. Und jetzt ist es ja noch nicht die letzte Patrone von Pavel Dotschev. Aber viele hat er nicht mehr, wenn er jetzt Seitz tauschen muss. Noch ist nicht klar, ob der Wechsel zustande kommt. Seitz steht wieder, hat es eigentlich angezeigt, dass er wechseln möchte. Aber das Spiel läuft erstmal weiter und Seitz ist auch noch auf dem Platz. Der Ball vorne jetzt an der Eckfahne. 1860 in Ballbesitz. Schröter vertändelt die Kugel. Einwurf ganz tief drin im eigenen Strafraum für Erzgebirge Aue. Knapp 80 Minuten gespielt. Nicht unverdient die Führung für 1860. Aber gemessen an den Spielanteilen, ein Remis für mich auch absolut in Ordnung, sollte es dazu kommen. Und jetzt kommt es erstmal zu dem Wechsel. Sean Seitz pustet durch, schnauft durch, muss raus, wird ersetzt von Thiel. Also dann doch der gewünschte Wechsel, wie es Seitz angezeigt hatte. Um und durchgesetzt von Aues Trainer Pavel Dotschev. Verändert natürlich auch das Spiel ein kleines bisschen jetzt. Da ist nicht mehr viel Tempo über die Flügel mit Thiel. Der wird sich eher Richtung Zentrum orientieren. Eine Zusatzanspielstation liefern mit Meuer, mit Bär vorne. Großer, schlagsiger Spieler, der sich auch jetzt erstmal direkt nach vorne schiebt. Auf die Stürmerposition, Marcel Bär rutscht dafür raus auf den linken Flügel. Aber es wird wieder unkreativer. Und das ist der nächste Punkt. Stefaniak rein, richtig, ein kreatives Element gebracht. Mit Sijaric, Pepic und jetzt auch Seitz, aber auch 3 kreativere Jungs draußen. Und es sieht auch aufgrund der langen Bälle, die Vukancic spielt aus der Innenverteidigung, aufgrund der Flanken von Barilla, eher nach Brechstange aus. Jetzt mal Stefaniak hat ein bisschen Platz, schließt ab mit dem schwachen Fuß wieder.
Abstoß, aber nimmt sich immer mal den Abschluss. Wäre eventuell vielleicht besser gewesen, die Mitspieler zu bedienen. Links war ein bisschen Platz, rechts auch. Er versucht es selber. Aber finde ich auch richtig, selbst mal sagen zu wollen, wir müssen mal was machen. Und ich habe oft genug versucht, meine Mitspieler hier in Szene zu setzen. Ich nehme jetzt mal selbst diesen Ball und suche den Abschluss. Finde ich in Ordnung. Finde ich in Ordnung. Auch wenn Bär mit gewesen wäre, auf der linken Seite beispielsweise. Auer jetzt sich ein bisschen festgesaugt. In der Hälfte von 1860 müssen sie aber auch. Spielaufbau wieder hintenrum. In Verteidigung. Vukancic. Barilla. Barilla. Rechte Seite. Es sieht nach wie vor nicht wirklich gut aus hier im Auswärtsspiel von Erzgebirge Aue in München gegen 1860. 1:0 führen die Löwen. Es sind noch, ja, mit Nachspielzeit vielleicht 10 Minuten maximal zu gehen für Veilchen Lila, die sich ein bisschen festsaugen jetzt in der Hälfte der Löwen. Ein Punkt wäre absolut verdient, aber es fehlt die Kreativität nach vorne. Weiterhin 1:0, aber ein bisschen Zeit ist noch hier. Und diese Zeit muss jetzt irgendjemand mal an sich nehmen, der weiß, ey, ich kann das jetzt aber auch. Ich habe eine Idee, ich will den Ball nicht nur blindlings haben, sondern ich weiß auch, was damit anzufangen. Stefaniak wieder, wird auch gesucht, der soll es übernehmen. Chippt den Ball ins Zentrum zu Meuer im 16er, Ablage auf Bier! Tor! Alle kommen! Tor! Und feiert ihn. Marcel Bär, und das Bärchen. War genau der kreative Moment. Genau der kreative Moment, den es gebraucht hat. Stefaniak, ganz wichtiger Move. Und dann Stefaniak da vorne setzt sich durch. Meuer, der so wichtig war. Rechte Seite. Und dann macht Wahnsinn. Marcel Bär. Erzgebirge Aue, gleich aus. 21-22, damals noch für die Löwen. Boah. Das Tor. Zum also, 1:1. Hochverdient. Wahnsinn, die Geschichte. Es ist verrückt. Wir werden sicherlich auch gleich rübergehen können ins Programm. Ich habe aktuell noch den Kollegen auf dem Ohr von einem anderen Programm. Aber wir werden natürlich gleich auch rübergehen ins UKW, ins Sachsenradio, um auch da alle abzuholen. Also, Erzgebirge Aue gleicht aus und es ist Marcel Bär, es ist der Ex-Löwe. Rechte Seite, genau diesen kreativen Moment hat es gebraucht auf Seiten von Erzgebirge Aue. Stefaniak chippt den Ball zu Meuer in den Strafraum. Rechte Seite, der legt ab auf Bär. Und dann deckungsgleich wie zum Tor von den Löwen. Wahnsinn! Und dann ist er da, Marcel Bär. Schraubt das Ding rein. Irre, schraubt das Ding rein und damit steht es 1:1 hier. 1:1. Und das ist verdient. Das ist wirklich verdient. Durchpusten. Marcel Bär gleicht aus für Erzgebirge Aue. Und es ist noch ein bisschen was zu spielen auf der Ohr. Vor ein paar Minuten hätte ich gesagt, den Ausgleich nehmen wir natürlich gerne mit. Und den Punkt auch mit zurück ins Erzgebirge. Jetzt kann beides passieren. In beide Richtungen. 1860 aber. Jetzt ein bisschen unter Schock. Wieder Bär! Bleibt hängen und Tor! Tor! Erzgebirge Aue! 2:1! Die drehen das Spiel! Bär bleibt hängen! Und dann ist Meuer da! Wahnsinn! Wahnsinn! Innerhalb weniger Minuten dreht Erzgebirge Aue diese Partie im Stadion an der Grünwalder Straße. Meine Stimme, die lässt es ja ahnen. Unglaublich, was hier abgeht. Erster Treffer. Stefaniak chippt den Ball rüber.
auf Meuer im 16er, der schlägt den Ball rein auf Bär und gleich ist Situation gerade nochmal, der Ball kommt wieder auf Bär, der bleibt aber hängen, wird verteidigt und dann im Nachfassen ist der Nächste da und schraubt das Ding rein, es müsste Meuer gewesen sein, in den Knick, Auer hat's gedreht, 2:1, kurz vor Abpfiff, meine Stimme, die braucht auch bald Feierabend, aber noch ist es nicht so weit, noch sind die Punkte nicht in Sachsen, aber 2:1 für Auer. Es sieht gut aus im Stadion an der Grünwalder Straße. Es sind noch gute, mit Nachspielzeit, die wissen wir noch nicht, gute 3 Minuten regulär auf der Uhr. Ich gehe davon aus, wir haben vielleicht noch 5-6 Minuten, könnten obendrauf kommen, Verletzungsunterbrechungen, alle Wechsel ausgeschöpft, 3 Treffern, Hälfte 2. Ich würde mal sagen, ganz grob noch 10 Minuten zittern und dann haben wir sie vielleicht, die 3 Punkte. Das war gerade noch die Info für die Kollegen vom UKW-Programm beziehungsweise alle Hörerinnen und Hörer, die uns gerade hören, auch noch im Stream. Das Sachsenradio natürlich auch mit abgeholt. Was für eine spektakuläre Situation gerade hier innerhalb von wenigen Minuten. Ich habe es mich gar nicht getraut auszusprechen. Innerhalb von 2 Minuten dreht Aue diese Partie auswärts bei 1860 München. Jetzt aber verteidigen. Der Ball ist auf Seiten von Aue. Kilian Jakob schlägt das Ding raus. Thiel hat's gemacht, das 2:1. Das hatte ich gerade nicht auf dem Bildschirm. Bär und Thiel drehen das Spiel. Aber aufpassen, Aue. Die Löwen kommen über die rechte Seite. Ebenfalls der Ball im Zentrum. Höhe-Elfmeterpunkt geklärt von Schwirten. In die Füße von Frenesi. Mendel muss sich eingreifen. Von dem Abschluss her gesehen war es nicht gefährlich. Richtig, der Ball geht ins Aus. Mendel hat die Hände weggezogen, hat gesehen. Der Ball, der bleibt nicht in meinem Einsatzgebiet. Der dreht sich nach außen weg. Und so war es auch. Frenetzis Abschluss am Tor vorbei, nachdem Schwirten dann einen kleinen Querschläger drin hatte und den Ball nicht klären konnte. Es ist doch wieder geworden zu einem Fußballnachmittag. Unglaublich. Und jetzt Aue natürlich. Hoch und weit bringt Sicherheit. Fünfer ins Phrasenschwein. Aber das ist die Devise jetzt. Jetzt wird auch nicht mehr hinten rumgespielt. Jetzt schlägt Mendel die Dinger direkt raus. 5 Minuten gibt's obendrauf. 300 Sekunden. 300 Sekunden Nachspielzeit. Und dann ist es vorbei. 1860 natürlich jetzt nochmal am Kommen. Die haben auch Druck. Die müssen auch was liefern vor der Länderspielpause. Und das tun sie auch. Flanke von rechts, Schröter ins Zentrum. Keine Gefahr. Die werden nochmal alles reinpeitschen jetzt. 1860. Was war da wieder los unter der Woche? Es gab ein Interview vom Präsidenten, der alle angegriffen hat. Die Investorenseite gestern in der Bild. Die Geschäftsführerseite in diesem Interview. Das hat so dermaßen Wellen geschlagen. Taktisch natürlich auch ungünstig aus Löwensicht vor dem Spiel. Vor so einem wichtigen Spiel so viele Baustellen aufzumachen und so eine wirkliche Bombe platzen zu lassen. Aber die Löwen, die versuchen es. Frenesi auf links, Ball ins Zentrum. Vukancic klärt über die Innenverteidigung. Kollegen drüber in Barilla, kommt nicht an den Ball. Abschluss auf der rechten Seite frei, bringt den Ball rein, aber der landet im Aus. Jetzt wird's nochmal richtig wild. In den letzten Minuten hier. Zwischen diesen beiden Mannschaften, zwischen Erzgebirge Aue und 1860 München. Die letzten 10 Minuten entschädigen ein kleines bisschen für die erste Hälfte. Und jetzt wird Martin Mendel zum Uhrmacher und schraubt am Zeiger beim Abstoß. Lässt sich viel Zeit, schlägt den Ball rechts raus auf die rechte Seite. Ball geht ins Aus und auch Dahnhoff, Rechtsverteidiger von Aue, ebenfalls ganz, ganz viel Zeit. Wenn es so bleibt, was ist das für ein Saisonstart für Erzgebirge Aue? Auf der anderen Seite, was für einer für 1860? Die haben jetzt 2 Wochen Zeit,
ganz viele auch interne Fragen dann zu stellen. Im Verein, die Personalie als Sportchef Tomislav Hitzlsperger geistert ein bisschen durch München. Möchte keiner so richtig sagen, aber auch keiner so richtig komplett dementieren. Da ist immer was los bei 1860. Leider aus Sicht derer Fans häufig nicht auf dem Platz. So auch heute, auch wenn sie es gut gemacht haben. Wirklich gut gemacht haben in der ersten Hälfte. Spielanteile klar in Richtung 1860. Mehr Chancen, mehr vom Spiel. Das Remis zur Pause trotzdem auch in Ordnung. Unterm Strich aber ausgeglichen die Partie. Hätte in beide Richtungen kippen können. Aktuell momentan die Veilchen. Die Glücklicheren. Die mit zwei fast konkurrenten Angriffen zwei Tore machen in Minute 85 und 87 und damit das Spiel drehen. Lakenmacher kommt auf 1860er Seite noch für Tarnat. Jakob Bucky bringt alles, der Münchner Coach, was geht. Aber Aue macht das gut jetzt in der Nachspielzeit, läuft vorne offensiv an, lässt sich nicht reinpressen hinten, verteidigt doch sehr hoch. Schröter trotzdem am Ball auf der linken Seite, bekommt den Ball, kann ihn ins Zentrum schlagen, aber da war Schwirten, glaube ich, war es, der war da. Und jetzt die Kontergelegenheit, Marcel Beer läuft alleine zu auf Hiller, Marcel Beer, Hiller hält, kein Abseits, die Fahne ist nach unten, der Treffer hätte gezählt, aber so müssen wir noch ein bisschen zittern. Marcel Beer hatte sie auf dem Fuß. Die Chance, den Deckel drauf zu machen, seinen zweiten Saisontreffer zu erzielen gegen die Ex-Kollegen von 1860 München. 90 plus 3 sind wir mittlerweile. Es kann also nicht mehr lange dauern. Einwurf vorne für Aue. Meuer an der Eckfahne, tanzt ein bisschen Tango vorne mit der Eckfahne und ein bisschen Samba hinten mit Quadvo, der natürlich versucht, sich da reinzuwühlen. Um den Ball frei zu spitzeln. Hat er auch geschafft. 60 jetzt nochmal. Frenetzi, wer sonst? Langer Ball geklärt. Schnell ins Spiel gebracht von Hiller. Auf der rechten Seite jetzt der Ball. Langer Hafer nach vorne in den Strafraum der Veilchen. Natürlich die einzige Option jetzt für 1860 München. Der wird nicht mehr kontrolliert und kreativ nach vorne gespielt. Es wird einfach versucht, die Großen vorne in Szene zu setzen. Aue verteidigt das gut und jetzt ist das Spiel vorbei. Erzgebirge Aue entschädigt mit den letzten 10 Minuten für die ersten 80 in dieser Partie, wo sie es nicht geschafft haben, kreative Akzente zu setzen, aber unterm Strich mit zwei fast konkurrenten Angriffen, die gleich vorgetragen waren, entscheiden Beer und Thiel mit zwei Treffern das Spiel mit 2:1 nach Rückstand zugunsten für Erzgebirge Aue für sich. Auch bei Martin Mennel kann man sich aus Erzgebirger Sicht wirklich nur bedanken. Der hat ein sehr gutes Spiel gemacht, spektakuläre Paraden auch gezeigt und damit auch dafür gesorgt, dass die drei Punkte mitfahren im Mannschaftsbus zurück ins Erzgebirge. 900 Gästefans rasten komplett aus. In Aue-Bad Schlema aktuell ja auch Tag der Sachsen. Da dürfte jetzt auch noch bessere Laune sein. Da sind wir natürlich auch im MDR Sachsen mit am Start. Da dürfte das ein sehr exzessiver und von mir aus auch gerne flüssiger Abend werden. Und aus sächsischer Sicht sieht es folgendermaßen aus. Dynamo Dresden, Tabellenführer, 12 Punkte. Aue nach dem Sieg heute gegen 1860 auf Platz 2 mit 11 Zählern. Unglaubliche Energie und Kraftleistung von Erzgebirge Aue gegen 1860 München. So können wir es, glaube ich, zusammenfassen. Der Sieg am Ende. Ich bin natürlich emotional auch ein bisschen geprägt von den letzten 10 Minuten. Nicht unverdient. Es haben beide Mannschaften wirklich versucht, nach vorne zu spielen. 1860 vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen kreativer. Die Veilchen mit mehr Kontrolle, mit mehr mathematisch ausgeklügelten Angriffen. Unterm Strich wäre eine Punkteteilung vielleicht auch okay gewesen. Aber es war dann zweimal der Angriff über die rechte Seite und das Bedienen des Stürmers, des jeweiligen im Zentrum. Erst Beer, dann Thiel, die den Ausschlag hier gegeben haben. Und damit verabschieden wir uns hier auch aus dem Livestream. Wünschen Ihnen noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Und wir sehen uns bald wieder, wenn der Ball wieder rollt in Liga 3.